Dann eine Sekunde. Brecht mir beide nach. Beziehungsweise erstmal würde eine Opferschale wieder, woher auch immer. Hilal, bring mir meine Opferschale. Ja, Herr. Ja, dann würde wieder ein wenig Blut geopfert werden vom Geweihten selbst, von Bisfrabul und vom Yalan. Dann nickt Ahmad allen bedeutungsschwer zu. Und dann sagt er: Heilige Herrin Rondra und heiliger Herr Praios, segnet diesen Schwur mit eurem Geiste. Die Worte, die nun gesprochen werden, sollen heilig sein, wie auch ihr Sinn und ihre Bedeutung. Sie werden aus freien Stücken geschworen, ohne Dunkelsinn oder Tücke im Geist, und euch als Hütern anempfohlen. Wer jedoch diesen Schwur tut, um seine Bedeutung zu verzerren, wer den anderen gegen seinen Willen zwingt, oder wer den heiligen Eid schlicht bricht, der sei eurer Strafe anempfohlen. Dann würde er euch beide den Schwur bitten. Ihr beide sollt schwören, in diesem Kampf einen ehrenhaften Zweikampf im Sinne Rondras zu führen. Dies ist ein Duell der göttlichen Leuen. Hier hat weder Praios noch Kor seine Finger im Spiel. Und dabei schaut er die beiden sehr scharf an. Dann nickt er einmal. Und erwartet, dass die anderen beiden ihren Schwur abgeben. Kurz OT-Frage. Liturgien sind also verboten, richtig? Ja, richtig. Ist 9 Streiche in einem erlaubt? Das ist auch eine Liturgie. Ist ein Stoßgebet, deswegen frage ich, ob du das benutzen darfst in einem Rondra-heiligen Duell. In einem Rondra-Heiligen-Duell. Naja, also jetzt in diesem ehrenvollen Zweikampf. Also, es wäre ehrenvoll, wenn du gegen einen Rondra-Geweihten kämpfen würdest und beide die Liturgie nutzen könnten, ja. Aber da er kein Rondra-Geweihter oder Chorgeweihter ist, wäre das nicht erlaubt, nein. Okay, dann Aber muss er das nicht sind halt sofort. seine Fähigkeiten, oder nicht? Aber Also, jeder geht gegen ja einen um Gleichen. es geht ja um Gleichheit der Waffen. Es geht, es geht, es geht um die Ehrenhaftigkeit. Der Zusatz war schon gut, deswegen muss ich nachfragen. Du sagtest, Praios guckt halt drauf und Und Chor auch. Ja, Chorliturgien sind genau, so. dementsprechend ausgeschlossen. Gut. Ich habe ja auch keinen Kamaleneffekt bekommen. Das ist richtig, das ist richtig. Okay, dann gibt es keine 9 Streiche. Ja, nickt er dir zu. Alles klar. Muss er dich so tot drücken. Nun, 9 Schritt sollt ihr voneinander entfernt stehen. Und dann, ja, dann würde Achmann seine Hand heben und dann irgendwann quasi willkürlich die Hand nach unten reißen und beginnt rufen. Und dann 3 Schritte zurückspringen. Ja, gib mir mal eine Initiative. 15. 15. Ja, da kommt er drüber, da muss er gar nicht würfeln. Wie bist du gerüstet? Schwer? Voll, Voll. voll. Okay. Ja, er benutzt seinen Chorspieß und ist leicht gerüstet. Dieser zerhauene Kürass, den er hat, das ist nicht wirklich viel. Ich trete mit Schild und Streitkolben an. Ich habe leider keine Stangenwaffe, sonst würde ich es ihm gleich tun, aber naja, wie gesagt. Gut, ja, er hat die höhere Distanzklasse. Ja, er würde dich angreifen. Er macht die Hälfte der Schritte auf dich zu. 5 Stück. Also 3, 4, 5. 4 Schritt. 9 Schritte. Also 5 oder 4 ist egal. Gut, bin ich dann dran? Du bist dran. 4 Schritt, machen wir Sturmangriff. Oh, nein, 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 nein. Es ist Blutschluck. Ich gehe 2 Schritte nach links, gucke, ob er folgt. Die haben wieder 2 nach rechts. Ich lasse ihn kommen. Du lässt ihn kommen? Na gut. Lass ihn Dann kommen. kommt er an dich heran. Geht nochmal 2 Schritte. Gut, jetzt stehen wir 2 Schritte. Ich habe Respekt vor ihm. Blutschluck. Den ganzen Tag hier stehen, da wollen wir endlich anfangen. Er wandelt um und schlägt zweimal zu. Ich möchte ganz gern zweimal parieren. Ich habe Zweimal Schildkampf parieren. 2, ich darf das. Gut. Erste Parade, zweite Parade.
Meine geglückt. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und er passt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, die Götter haben entschieden. Ja, er kommt auf dich zu und schmeißt seine Waffe in Richtung deines Schildes. Du kannst einfach parieren und rennt dann mit Fäusten auf dich zu. Er rennt mit Fäusten auf mich zu. Ja, dann war ein Moment lang dabei, einen Schritt nach hinten zu gehen. Das war komplett Absicht. Also ich war kurz dabei. Nochmal, um es zu betonen, er ist wahnsinnig. Ja, ja. Wie gesagt, ich wollte halt, war schon darauf vorbereitet, jetzt kurz anzuhalten, damit er seine Waffe wieder nehmen kann. Wir sind ja im Rundrangefälligen Duell. Und er macht einfach weiter, dann freie Aktion, besorgter Blick zu Ahmad. Ja, der ist gerade auch ein bisschen überfordert. 3, 2, ja, der. Also, ich möchte meine Aktion zum Sprechen aufwenden. Blutschlock, wenn ihr weitermacht, muss ich euch angreifen. Ja, er läuft auf dich zu und benutzt dann im Nahkampf deinen eigenen Großschild als Deckung, damit du nicht über deinen eigenen Schild schlagen kannst, musst du den natürlich beiseite ziehen, aber wenn du den eben zur Seite nimmst, dann geht er und tänzelt einen weiteren Schritt so, dass er wieder in der Deckung deines Schildes steht und würde dich gerne versuchen zu unterlaufen. Du kämpfst auf N, er möchte gerne auf H rankommen. Bist du darüber im Klaren, dass er auf S ist? Er hat keine Waffe. Ja, okay, dann sind wir auf N. Stimmt, ich habe auch kein S, ich habe vergessen, dass ich... Er hat keine Waffe, er ist jetzt, also ihr, du bist jetzt auf deiner Distanzklasse, das ist ja. N, und er möchte ganz gerne raufen und Attacke, ja, einfach unterlaufen, das erschwert um 4. Er hat doch schon zweimal angegriffen. Das war jetzt die nächste Kampfrunde, ich hatte dich gefragt, ob du was tun willst und du hattest nur gesprochen, ja. Dann pariere ich ihn, alles gut. Ja, ach, man ruft von der Seitenlinie, Waffe weg! ich trete einen Schritt zurück, beziehungsweise lass mich dann von ihm einen Schritt zurückdrängen. Dafür habe ich nicht gestimmt. Sie ist Waffen oder nicht und nicht unbewaffnet. Und warte erstmal, was Ahmad sagt, und er wehre mich derweil den Faustschlägen. Bin nicht für eine Schlägerei hier. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt sagen kann während der Zeit. Ja, Sache aber was. Es ist ein Rondra-gefälliges Duell. Wenn er sich entscheidet, mit den Fäusten zu kämpfen, dann wird mit den Fäusten weitergekämpft. Hätte er vorher sagen müssen. Ja, er wandelt nochmal um und möchte nochmal angreifen. Einfach ran. Das ist gut. Ausgezeichnet. Du weißt, dass es gelungen ist. Warum ist das gelungen? Weil ich gerade erst einen neuen Schild gekauft habe. Ja, also ich weiß nicht, ich sehe das anders als er. Ich würde gleich anfangen, Blutschluck zu verdreschen, wenn er weiter. Ja, dann macht er das halt. Er hat die Gelegenheit, seine Waffe zu nehmen. Also. Ja, also das waren jetzt seine beiden Angriffe, die er in dieser zweiten Kampfrunde hatte. Du hast jetzt zweimal pariert in der zweiten Kampfrunde, du hättest noch einen Angriff. Ich spreche nochmal. Blutschluck, letzte Warnung. Nehmt eure Waffe oder spürt die Konsequenzen. Gut, dann dritte Kampfrunde, erste Aktion. Er wandelt um. Er möchte ganz gerne, ich weiß nicht, das ist nicht Schwinger, sondern wie heißt die Finte für Nahkampf? Es ist in der Tat der Schwinger. Ist es der Schwinger? Ja. Schwinger und was ist der Wuchtschnack? Die Gerade. Handkante. Ach, die Gerade. Richtig, die Gerade. Okay, dann findet er jetzt. Finte 10. Schafft er nicht. Nee, schafft er nicht. Was muss ich parieren, um zu gucken, ob ich patze? Ich hätte sogar die Parade geschafft. Gut. Ich bin noch ein wenig unschlüssig. Ich möchte ihn ganz, ganz leicht in den Streitkolben anfassen. Fünfer Finte. Also, kann ich mir irgendwie den Schaden freiwillig reduzieren? Wenn du möchtest, würde ich das zulassen, ja. Und dann möchte ich gerne nur irgendwie einen Punkt Schaden reinlegen. Sag das aber bitte, also ich würde es wie einen Anti-Wuchtschlag handhaben, also dass du dann deinen Angriff nochmal zusätzlich erschwerst um 1, aber nur für die Zukunft. Ist aber okay. Für die Zukunft, also jetzt ist es einfach so, ich stoße ihm halt die flache Seite oben des Streitkolbens vor die Brust, dass er vielleicht noch einen halben Schritt dann zurücktaumelt. Blutschlag, ich mein's ernst. Beziehungsweise er pariert, hat noch eine 10er Erschwernis von seiner eigenen Finte und falsche Distanzklasse, also das wird er wohl nicht schaffen.
Ne, schafft er nicht. Aber seine Erschwernis ist abgebaut. Dann darfst du Schaden machen. Ihre normale 12, jetzt halt. Genau. Aua. Ist der so krass? Ist von der Meisterhand gefertigt. Ja, ist okay. Ja, er nimmt das wie ein Mann und fängt an zu bluten. Also ich wollte ja weniger Schaden, das... Okay, ja. Ich tue einen Schritt zurück, wenn er... Falls er dann stehen bleibt. Blutschluck, ich mein's ernst! Macht keine Scheiße! Ich würfel mal... Arroganz. Ja, er war wahnsinnig genug und greift wieder seine, sein Chorspieß. Ich sag noch kurz, Rondra, vergib mir, schlag mir ein Schwert von der Brust und guck auch mal an. Ja, der schaut dich auch ein wenig entgeistert an. Sieht jetzt aber, dass Blutschluck scheinbar bereitwillig ist, weiter zu kämpfen. Schüttelt in deine Richtung nur den Kopf und meint dann, wenn der Kontrahent Blutschluck noch in der Verfassung ist, weiter zu kämpfen, macht weiter. Ja, ist ja nicht das erste, sondern das zweite Blut. Ja, dann kommt, nachdem er es aufgenommen hat, möchtest du ihn das aufheben lassen oder kostet ihn ein Satz? Natürlich, wir sind hier bei einem Rondra-gefährdeten Kampf. Gut, dann hat er sein Chorspieß wieder in der Hand und ihr steht wieder in der Distanzklasse S. Yep. Gut, er greift an. Lass ihn kommen. Er wandelt nicht um, sondern greift nur einmal an. Oh Gott. Oh, das ist doch so schlimm. Ich muss trotzdem die Parade prüfen. Oh, Scheiße. Was? Und schmeißt dir wieder den Chorspieß an den Kopf. Ist nicht wahr. Oh, das ist doch lächerlich. Was ist denn das für ein Kampf? So, Blutschluck, ihr macht das mit Absicht. Wenn ihr mir im Rondra-gefälligen Duell euren Speer vor den Kopf schmeißt, habt ihr das so gewollt. Und dann gehe ich ihn an. Ahmed schlägt nur die Hände über den Kopf und weiß überhaupt nicht mehr, was gerade Sache ist. Einmal ist ein Patzer, zweimal ist Absicht. Wer hier mit Wurfwaffen hantiert, hat in Rondras Augen nichts mehr zu sagen. Also jetzt sind alle Wetten weg. Ja, okay. Das war seine erste Aktion. Durch den Patzer ist auch der Rest weg. Also du könntest jetzt zweimal, müsstest einmal dann auf ihn zugehen. Stehst du in der richtigen Distanzklasse und könntest jetzt machen, was du willst. Cool, machen wir 5er Wuchtschlag. Sorry, das war Schaden. Das war, nein, ignoriert den. Aua. Oh. Schön, abgewehrt. Abgewehrt, kein Patzer, schlägst du vorbei. Ja, so aus dem Ausfallschritt hinaus, leider ein wenig zu kurz. Ja, er greift nach dem Streitkolben, der auf seinen Kopf geschwungen wird. Es war ein wuchtiger Schlag und er hält ihn einfach auf. Greift also richtig in den Streitkolben rein und scheint das nicht zu kümmern. Ja, dann ist nächste Kampfrunde. Er würde wieder versuchen anzugreifen, wieder ohne Waffe. Das heißt, er muss auf H rankommen. Ja, er macht sie wieder mit einer Finte 5. Diesmal muss das klappen. Mhm. Rein nochmal. Ich will das nicht bestätigen. Du willst nicht bestätigen? Nee, also, die 4 ist nicht angekommen. Ich würfel nochmal. Ist jetzt angekommen. Nee, muss ordentlich jetzt Feld würfeln. Ja, okay. Du kannst ohne Probleme dein Schild reinhalten und er trümmert mit seiner Faust auf dein Schild. Oh, da man Streitkolben noch im Gesicht hat, zimmer ich ihn einfach den Schild direkt in seins. Mhm. Und los geht's. Machen wir noch einen 5er Wuchtschlag. Der kommt durch. Ja, er pariert mit Eisenarm. Hat immer noch eine 5er Schwernis. Schafft er denkt dran, dass er auch noch eine 2er Schwernis kriegt. Oder 4er, wenn er kein Mercenario hat, weil er in das ganze Klasse entpariert. Mercenario sollte er haben. Aber er hatte noch eine 5er Erschwernis aus seiner Finte, die hat er ja nicht geschafft. Kannst du mal so den Wuchtschlag reindrücken. Okay. Zweites Blut, hier kommen wir. 17. Ja. Das sieht aus wie eine Wunde, würde ich sagen. Mach mal Trefferzone. Ja, natürlich. Jetzt kommt der Kopf. Leider nur der Schildarm. Also ja, der Arm, mit dem man gerade noch mit dem Schild greifen wollte, wird jetzt einmal schön kurz unterm Ellenbogengelenk. Ja, du klemmst ihn ein, kannst mit der anderen Seite drauf trümmern und dann siehst du, wie sein Arm bricht. Gut. Nur einen Schritt zurück. Mhm. Muss gerade mal gucken, ob er sich beherrschen kann. Blutschluck! Er würde gerne weiterkämpfen, aber das entscheidet... Das sieht gut aus.
kriegt er hin. Sollte er schaffen, gerade so. Der Kampf ist beendet. Das war der unrondrianischste Zweikampf, den ich je gesehen habe. Sein Arm hängt gebrochen runter. Er steht auf seinem Bein, das ja auch irgendwie mit dieser Schiene versehen ist. Und spuckt ein bisschen Blut aus. Bin noch einen Schritt zurück. Kommt er nach oder lässt er das jetzt auf sich beruhen? Er versucht seinen Arm zu heben, deutet in Richtung von Ahmad, aber der Arm ist hoffnungslos gebrochen und hängt nach unten, auch wenn er noch auf dich zeigen wollte. Es sieht so ein bisschen skurril aus. Also gut. Aber gegen euch muss ich jetzt auch noch kämpfen. Ihr wollt in dieser Verfassung gegen mich kämpfen? Ihr habt es mir versprochen. Ich gehe der Wahl mal auf ihn zu. Euer Gnaden, vergebt mir. Es war sehr verwirrend. Ja, Ahmad steht einfach nur kopfschüttelnd da, schaut dich an. Dieser Kampf war kein Rondra-gefälliger Kampf. Aber es sah nicht so aus, als hätte sich Bisfravul diesem Kampf ehrenhaft genähert, dadurch, dass er zweimal seine Waffe auf euch warf. Sagt dieser Heiltrank, könnt ihr ihm Bisfravul geben? Warte, ich check Arungans. Ich nehme keine Heiltränke von euch an. Sonst wäre dieser Kampf nicht ehrenhaft. Ich könnte den Arm schieben, wenn ihr wollt. Oh, 20. Nein, ich bin nicht bereit, ein solcherlei kostbares Heilgut ihm zukommen zu lassen, aber natürlich darf er sich unserer heilkräftigen Begleiter bemühen, wenn er dies wünscht. Also gut, du da. Er deutet auf Kiaras. Du kannst das, Sheen. Durchaus. Er geht einmal zu Oma, dem Ritter des immerwährenden Kampfes, der auch so ein bisschen entgeistert guckt und nur mit dem Kopf schüttelt, lässt sich dann seinen Streitkolben geben, beziehungsweise das ist kein Streitkolben, sondern eher so eine Art Morgenstern, wird dann mit seinem eigenen, mit seinem Chorspieß wird er dann den Stab so zerschändeln, dass die Morgensternanteile vorne nicht mehr dran sind, sodass es einfach nur noch ein Holzstab ist. Reicht ihn dir dann. Also gut, nagel das an meinen Arm, dass er wieder gerade ist. Ich heb nur eine Augenbraue, zuck da mit den Schultern. Also gut. Was? Ahmad steht da sehr perplex neben. Er will's so. Wow. Ja, was ist mit deinem Würfeltool kaputt? Du lässt hier richtig große Nägel geben, wahrscheinlich dann bei der Stadtwache kurz anfragen und hämmerst ihm dann diese Nägel durch den Stab an den Unterarm. Siehst auch, wie das Blut dann so ein bisschen aus seinem Arm raussprudelt, aber es ist immerhin gerade. Hoffentlich wächst das zusammen. Du bist dir sicher, jeder normale Mensch würde jetzt einfach sterben vor Schmerz. Aber okay, gut, wenn er halt seinen Arm riskiert für so einen Blödsinn. Es hält, also von daher. Genau. Ihr seid in keiner Verfassung zu kämpfen. Das entscheide ich, nicht du, Pfaffe. Wäre nicht ehrenhaft, euch jetzt zu bekämpfen. Keine Ehre da drin, einen geschwächten Feind den Rest zu geben. Du begleitest diese Expedition jetzt, ja? Das ist richtig. Okay, ich wollte eigentlich hier bleiben, Ragnar beschützen. Ist noch eine ziemlich kleine Wurst, aber ich werde einmal mit ihm sprechen, ob er unseren Schwur aufhebt. Nur er kann das entscheiden. Wenn ich wieder in Gesundung bin, dann kann ich euch auf dem Schiff jederzeit herausfordern. Blutschluck, begreift ihr es nicht? Ihr wahnsinniger Irrer, setzt nie wieder einen Fuß auf dieses Schiff. Nicht solange ich noch atme. Ihr seid eine Gefahr für mich, für die Mannschaft und für jeden, der sich euch auf mehr als 3 Meter nähert. Sicher? Geht, was weiß ich. Die Trollsacken oder so, rennt euch an der schwarzen Mauer den Kopf ein. Tut irgendwas, aber tut es weit weg von hier. Ich habe diesem Mann mein Versprechen gegeben. Ich werde gegen euch kämpfen, Blutschluck. Wie lange wollt ihr noch hier vor Ort bleiben? Ich bleibe so lange hier, wie Ragnar hier weilt. Wenn euer Ziel irgendwann wieder Kuntium ist,
Dann werde ich euch finden. Sehr wohl, ich werde nach euch suchen. Er gibt dir seine andere Hand, die nicht gebrochen ist, und schlägt einmal ein und dann auch bei Yalan. Vielleicht kein ehrenhafter Kampf, aber ein guter. Ja, ich habe gerade Arroganz gepatzt, ich nehme die Hand. Mhm. Was auch immer. Ach, man sieht nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis aus, aber er nickt. Bisfra Bull sieht auch nicht zufrieden aus. Ja, dann fühlt sich wie der Größte von allen, auch wenn er immer noch verwirrt ist, was jetzt gerade passiert ist. Habt ihr noch das eigentlich immer so? Letzte Mal bin ich fast totgestochen worden, also nein. Ich schüttle nur den Kopf. Gut, wie kommt ihr jetzt wieder zurück? Ihr habt eingekauft mit dem bisschen Geld, was ihr noch hattet. Irgendwelche anderen Sachen. Bisfra Bull bleibt hier, Lubdir würdet ihr wieder mitnehmen. Wie soll es zurückgehen? Tatsächlich, nachdem ich noch am Leben bin, habe ich leider noch eine Station. Okay. In Girim-Tempel. Also doch mal Feuersturm. Alle. Ja. Hey, ich muss immer noch um mein Schwert bitten, ich komme nicht drum herum. Ja, einen normalen Anathalpinner kannst du dir kaufen. Es, nur einen Anathalpinner habe ich. Was möchtest du sonst haben? Ein gutes, ein scharfes. Das, mit dem man einen Dämon in zwei Hälften spalten kann. Hm. Natürlich nicht umsonst. Der Tempel wird eine großzügige Spende erhalten. Was möchtest du genau haben? Habe ich mir noch nicht drüber nachgedacht. Können wir hinterher drüber reden, ja? Gut, alles klar. Aber du bekommst auf alle Fälle eins. Schau ich dann mal. Ich bekomme schon eins. Oh, ich dachte, die sagen jetzt, ja, kommen sie in 4 Monaten wieder. Also du bekommst keins mehr von Jaira Alasim, das nicht, aber im Ingrim-Tempel kannst du dir auch ein Schwert anfertigen lassen. Meinetwegen auch mit einem Segen, müsstest du dir einfach Gedanken machen, ob Ingrim oder Rondra. Aber das hat seinen Preis. Ja, natürlich, dann müssen wir hinterher aus. Gut. Ahmad, irgendwas, was du in Kuntium brauchst? Effert-Segerest nicht, nö. Gut. Kiaras, irgendwas, was du aus Kuntium brauchst? Nein. Gut. Romili, irgendwas, was du brauchst? Shoppingliste hatten wir schon. Ansonsten noch kurzer Besuch im Zartempel. Im Zartempel, ja, da kannst du, das beschreibe ich auch nochmal. Ja, hier gibt es ja einen ziemlich großen Zartempel, der nördlich von der Dracheneierakademie gelegen ist. Das heißt, wenn Yalan in den Feuersturmtempel geht, kannst du einmal abbiegen in Richtung des Zartempels. Wunderbar, dass ich direkt hinbegleitet werde, sozusagen. Ja, hier auch eine sehr große Quelle, ein Brunnen. Die anderen könntet, also Yalan kann dir dann auch verraten, dass er hier schon einmal seine Wunden hat regenerieren lassen. Er hat wohl damals mit seinem auf Maraskan mit einem Nachtwind gekämpft, der ihm dann tief ins Fleisch geschnitten ist, sodass seine Wange dann einen Splitter dieser Waffe inne hatte. Ja, und hier könnte man sich dann mit den Zargeweihten unterhalten, die Quelle aufsuchen, ganz wie es dir beliebt. Nun, natürlich wird Romli das Gespräch mit einer Zargeweihten suchen. Oder mit einem Geweihten, je nachdem, wer sich gerade findet. Die junge Göttin zum Gruß, was kann ich für euch tun? Nach Rat für einen Weggefährten. Für einen Weggefährten? Ja, gerne. Was ist es denn für ein Weggefährte? Ja, Romili überlegt kurz, wie sie das am besten und unverfänglichsten formuliert. Seid doch ganz offen. Ja, sie errötet ein wenig. Einer meiner Gefährten ist erkrankt auf unserer Reise. Oh, das ist aber nicht gut. Schiff. Und wie ich hörte, soll sich seine Haut in Holz verwandeln. Vielleicht Rat, wie ihm zu helfen ist? Ihr solltet ihn am besten so schnell wie möglich in einen Tempel bringen. Ich weiß nicht, ob die Quelle das Wunder von Zar helfen kann, aber sonst in einen Piraine-Tempel. Unbedingt. Wo ist er denn? Hier in der Nähe? Auf einem Schiff? Eine Tagesreise von hier mit einem Schiff entfernt. Sagt, aber um was handelt es sich? Warum seid ihr denn nicht direkt in den Hafen eingelaufen? Leider Gründe, die das verhindert haben. Naja, was er hat, also, wenn ihr auf der blutigen See wart, dann kann es quasi alles gewesen sein. Holz. Also, die Dämonen sind stark im Perlenmeer mittlerweile. Das ist ganz traurig, aber naja, es kann
Es kann entweder sein, dass die Gegenspielerin von Zar ihn verzaubert hat, oder vielleicht auch der Gegenspieler von Ingerim. Das kann man bei so etwas nicht genau sagen. Da müsste ich ihn einmal mir betrachten. Aber wir hatten auf alle Fälle schon solche Wunden, auch wenn es nicht der ganze Körper war, aber wenn die Leute aus Maras kamen, da hatten wir viele, die der Gegenspielerin von Zar anheimgefallen sind. Und das kann diese Quelle auf alle Fälle aufhalten. Danke. Ich werde sehen, dass er möglichst schnell hierher gebracht wird. Ja, das ist wichtig. Gebe die Göttin, dass es noch nicht zu spät für sein Heil ist. Hab Dank, euer Gnaden. Ja, gerne. Friede mit euch. Ja, auch mit euch. Ja, und damit eilt Romilly davon. Eine Tagesreise entfernt. Was möchte Ephadaios tun? Du hast dich mit Elysia unterhalten und von ihren Plänen gehört. Es war überhaupt kein Problem, mit ihrer Hilfe dich dann zu versorgen. Das Paktmal konnte versteckt werden. Und nachdem dann die Heiler deine Rüstung du hast sie vielleicht selber ausgezogen. Man hat sich da so ein bisschen die Wunde angeguckt, die gar nicht da ist, war ein bisschen erstaunt. Hat sich nochmal die Innenseite deiner Iffenhaut Lederrüstung angesehen. Da war wohl immer noch dieser sapschige Fleck, den hat man dann aber wieder weggewischt. Ansonsten, was möchtest du tun? Was für Pläne hat Elysia denn geäußert? Das besprechen wir unter vier Augen. Gut. Trefft mich, wann wollt ihr mich treffen? In einer der nächsten Nächte? Sollte uns vielleicht nicht sehen. Nun, solange Romilly noch nicht da ist, wird das wohl ohne Probleme gehen. Gut, ich weiß auch schon wo. Aber sagt mir noch, versuche ich ein bisschen Informationen aus ihr rauszukitzeln. Sagt mir noch, wie habt ihr das Mal erkannt? Nun, wenn man in meinem Hexenzirkel aktiv ist, dann erkennt man so etwas. Euer Zirkel? Zu wem gehört ihr denn? Ich glaube nicht, dass ihr die Zirkel selber kennt, oder? Sagen euch Hexen etwas? Nee. Seht ihr. Deswegen würde euch ein reiner Name auch nicht weiterhelfen. Seid ihr nicht vom selben Zirkel wie ihre Hochwohlgeborenheit Romilly? Nein, bin ich nicht. Sie hat selber keine Ahnung. Und bevor ich euch jetzt einen Namen nenne, den ihr aus Versehen weiter plaudern könntet, er würde euch sowieso nicht helfen, dieser Name. Nun, wenn ihr euch da so sicher seid. Ich habe euch geholfen, eurer Verbrennung zu entgehen. Ihr schuldet mir also etwas. Keine Sorge. Nun aber, wie kann ich sicher sein, nicht mehr auf euch angewiesen zu sein? Wenn ihr mein Mal entdeckt habt, können es sicherlich auch andere tun. Das darf nicht geschehen. Ein solches Mal kann nur kurzzeitig verborgen werden. Ihr solltet also eure Rüstung hochgeschlossen tragen oder etwas anderes drüber ziehen. Sobald es sich ausbreitet und ihr weiter Charybdoroth anheimfallt, könnte es natürlich sich auch weiter ausbreiten. Ich verstehe. Gut. Ich weiß nicht, was du mit ihr geplant hast, aber sie ist eine Verräterin und ich würde sie unter Deck killen. Wie möchtest du das machen? In einer der kommenden Nächte oder der kommenden Nacht, wenn wir uns treffen, würde ich sie zum Archenherz bitten, durch die geheime Tür führen, sie
mit ihren Füßen ins Holz einsinken lassen. Und ja, dann noch genauer aus herausquetschen, wie sie das mal erkannt hat. Und ansonsten kein Platz für Verräter oder Meuterer hier an Bord. Okay, das ist zumindest dein Plan. Ja, dann kannst du den Tag so ein bisschen aufgewühlt verbringen. Weiß nicht genau, was sich hinter der Pforte in die Niederhöllen dann getan hat. Es gibt zumindest keine Geräusche mehr von da. Die Heiler haben alle Hände voll mit Hasswolfs Bein zu tun. Und du bist erstmal vor der Entdeckung gesichert. Dann in der nächsten Nacht, also in dieser Nacht, bist du dann gerade dabei, in Richtung ihrer Zimmer zu gehen. Da kannst du wohl Geräusche aus dem Innenraum hören.